Harry sagt Hallo und guten Tag zum aktuellen Wetter. Das habe ich jetzt nach dem Wetterbericht gedreht. Ich bin also unterwegs noch ein bisschen im Campo International hier am Faro 2 und es regnet doch tatsächlich hier. Also richtig kleine Tröpfchen Regen, ja, kann man jetzt nicht direkt sagen, aber das hat heute Morgen schon anders ausgesehen. Und das Video, was ich euch jetzt zeige, da seht ihr die Wolken, wo die stehen und wie die hier ankommen. Also freut euch auf das Wetter, beginnend an der Charca de Maspalomas, und ich kriege hier ein paar so Tröpfchen ab. Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter, dem passenden Video dazu. Beginnend heute Morgen wieder an der Charca de Maspalomas. Nein, noch keine Sonne. Wir haben hier gerade so ein, ja, wie soll ich sagen, ein fast undurchdringliches Wolkenband vor uns hier. Aber es wird nicht lange dauern. Heute kein großer Treffpunkt von unseren Reihen. Nein, nichts in Sicht. Dann geht es auch direkt zum Strand. Uhr und 29 Minuten, 21 Grad. Ja, es wird ein bisschen frischer. Nach dem gestrigen Nachmittag war das auch irgendwie so vorherzusehen. Ja, Schlagzeilen, wir kommen drauf, und sicher wird der eine oder andere auch von diesem angeblichen Haiangriff vor der Küste Gran Canarias gelesen haben oder gehört. Ich werde euch dann später den genauen Wortlaut sogar vorlesen können, um was es da geht. Aber jetzt erstmal hier die Schönheiten der Charca genießen, die Spiegelung hier im Wasser. So, heute ist ein besonderer Tag. Heute gibt es die Möglichkeit, dass wieder Wasser in die Charca läuft, dass die Charca von der Meerseite her zuläuft. Das hat was mit dem Mond zu tun und dem Gezeiten und der Höhe, dem Höhenunterschied. Hier am Strand, ja, was soll ich sagen, so wie immer und dennoch jeden Tag anders. Wenn ich mir jetzt die Wolken hier so ansehe, dann bin ich mir ganz sicher, dass es da auch in unmittelbarer Nähe dann irgendwo regnet. Und das ist eigentlich auch gut so, dass da Wasser runterkommt, beziehungsweise auch in den Bergen ein bisschen, ja, Wasservorrat gesammelt werden kann. So, gleich mal hier der Blick in die Berge, die tief hängenden Wolken hier. Höchstwerte werden heute erwartet um die 26, 28 Grad. Tiefstwerte waren es 20 Grad. Ja, die Wassertemperatur 23 Grad. Sonnenaufgang war um 7.48 Uhr und Sonnenuntergang um 20.02 Uhr. Jetzt hier kurz nach 8 ist Niedrigwasser am Strand von Maspalomas und um 14 Uhr ist Hochwasser. Und jetzt kommen wir da zu dem Phänomen. Heute um 14 Uhr Hochwasser. Das heißt, durch die Gezeiten, die Höhe, den Höhenunterschied der Gezeiten und dem Mond kann es sein, dass wir heute die Pinowellen bekommen. Das wäre die zweite Möglichkeit heute am 18. Das heißt,
Ich schaue jetzt da vorne mal, ob heute Nacht schon das Wasser zugelaufen ist. Und wenn nicht, könnte die Chance heute um 14 Uhr und 4 Minuten bestehen. Ich werde mal sehen, wo ich dann bin. Vielleicht die Realität wollte ich heute ja noch mal hier am Boulevard machen. Und dann gibt es ja auch noch die Info wieder Mieten, Vermieten bzw. Langzeiturlaub, Überwintern und Auswandern. Den nächsten Teil wollte ich euch noch bringen. Ja, bei einigen ist es schon angekommen. Diesen kommenden Freitag und den darauffolgenden bin ich nicht am Faro. Erst wieder Treffen am Faro im Oktober. Und das Treffen, das kann woanders stattfinden. Aber nicht, dieses Mal nicht am Faro. Ich blende euch mal ein Bild ein und dann wisst ihr, wo ich Freitag um 16 Uhr bin. Ja, dann die Empfehlung. Luki und Tine, die haben ja die Terrasse übernommen, Petrus Terrasse im Danubio, und da seid ihr recht herzlich eingeladen. Da gibt es dann auch die T-Shirts vom Harry zu kaufen in der Terrasse von Pedro, Luki und Tine. Da ist jeden Tag was los ab 18 Uhr. Tanz, Unterhaltung und gute Laune und gute Drinks. Hier müsst man die Sangria probieren, in Weiß oder in Rot. Ja, auf dem Rückweg werde ich euch mal vorlesen, um was es da genau ging oder geht mit diesem Hai-Alarm vor der Küste Gran Canaria. Also, wenn ich jetzt von hier aus in diese Richtung 515 Kilometer gewesen wäre, also weit draußen, und die Kamera dabei gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht Chancen gehabt, den oder die Haie aufzunehmen. Nur so viel sei gesagt. Gestern habe ich ja noch einen Besuch gemacht beim Organic Food, und für alle, die jetzt eben den Kalender wollen und den Plan B und die letzten Tassen, die hat er noch, könnt ihr das im Organic Food bekommen, in der Sita neben dem Café Zipf, das Reformhaus. Da könnt ihr die Sachen bekommen, oder ihr bestellt natürlich wie gewohnt den Kalender und den Plan B bei der Antje. Das ist ganz einfach und unkompliziert. Am Ende des Videos schicke ich euch noch einen kleinen Abschnitt zur Information mit dazu. Ja, und wenn ich nicht da bin, habe ich ja auch was vorbereitet für euch. Ihr müsst also nicht auf die gewohnten Videos verzichten. Es gibt die Doku vom Hotel Rio Palas Meloneras. Und andere Sachen, schöne Sachen. Und natürlich von unterwegs das Tagestelegramm. Das könnt ihr dann auch sehen. Ja, das Wasser wieder sehr glatt, obwohl man auf anderen Inseln berichtet hat vom hohen Wellengang. Aber wenn ich jetzt dieses Boot hier, dieses Fischerboot mir so ansehe, dann sage ich, da ist nichts mit den hohen Wellen. So, jetzt nochmal der Blick hier in die Berge. Hier kann man jetzt besonders schön alles sehen.
Ja, dann gibt es auch bald wieder die Inselausflüge mit Horst, Horst Glatte. Da könnt ihr dann euch die Insel geführt ansehen. Das sind auch die Ziele, wie sie im Plan B beschrieben sind. Das heißt, wer jetzt Interesse hat, ich werde, wenn ich dran denke, den Facebook-Link mit dazugeben. Dann habt ihr alle Infos. Und die Ausflüge sind auch schon alle geplant und organisiert. So, jetzt kommt die Sonne raus. Das erste Mal jetzt die Sonne hier am Strand von Maspalomas heute. Mit der dazu passenden Spiegelung. Ja, wenn ich jetzt natürlich hier diese andere Richtung mir ansehe, das sind schon schöne Farben jetzt mit den Wolken. Tja. Das ist doch schon ein Riesenunterschied. So oft hat man das Palm Beach so auch noch nicht gesehen. Ja, schön anzusehen ist es allemal mit den Wolken. Ja, bezüglich des Haialarms gestern Abend eine WhatsApp bekommen, was denn hier auf Gran Canaria los sei. Ob ich davon gehört habe, dass eine Frau umgekommen ist durch den Hai oder durch einen Hai. Und wer hat zuerst berichtet? Fokus und Bild, die waren vielleicht mit dabei. Und dann natürlich ganz brutal eine Schlagzeile fabriziert. Ja, schöner kann es nicht sein, oder? Täusche ich mich da? Das ist doch eigentlich nicht mehr zu toppen. Niedrigwasser, Sonnenschein, ganz leichte Wellen, berauschende Musik. Also ich finde, und hier wieder ganz ruhig das Wasser. Ja, also Realität wird heute hier irgendwo stattfinden. Ich brauche ja für die Infos dann auch immer ein bisschen schönen Hintergrund, wenn ich dann über die Sachen rede. Also faszinierend, diese Farben jetzt hier.
Ja, wenn ich jetzt Schlagzeilen habe, wie jetzt heute, kann ich drüber sprechen. Die habe ich mir vorher angesehen. Da kann ich dann im Video, und das mache ich auf dem Rückweg, dann berichten, um was es geht. Ansonsten werdet ihr den Text und die Infos zu den Schlagzeilen immer in der Beschreibung des Videos sehen, dass ihr genau nachlesen könnt, um was es da geht. Und dann noch ein Punkt, die künstliche Intelligenz hilft mir zu vermeiden, dass Kanalmitglieder dann diese Kommentarfunktion nutzen, um auf sich oder ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Das filtert das System manchmal raus, nicht immer. Und dann gibt es eben auch eine Möglichkeit, bestimmte Worte, Wortfolgen einzugeben, die dann nicht sichtbar gemacht werden. Und die betreffenden Nutzer werden dann gesperrt, ganz einfach. Also die sehe ich gar nicht, da kriege ich gar nichts mit davon. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für die netten Kommentare, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. So, und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Ja, und da ist auch wieder der Hartmut, den sehe ich entgegenkommen. Das ist ein Virus, morgens am Strand zu sein, und wer den drin hat, der kriegt den auch so schnell nicht mehr los. So, und nachdem ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten habe, gibt es dann die Infos zu dem Haiangriff vor Gran Canaria, so wie es geschrieben ist. Luftlinie 515 Kilometer entfernt. Ja, gerade ein nettes Gespräch gehabt mit Gästen, Menschen, die in Deutschland leben, aus Kolumbien kommen, hier im Urlaub sind und die Videos schauen und dann die Zeit zu überbrücken, wenn eben kein Urlaub ist, wenn man nicht hier sein kann. So, und jetzt komme ich. Hallo? Alles gut? So, und dass ich das auch wieder genau rüberbringe und keinen Fehler mache, habe ich mir das hier auf einem Zettel aufgeschrieben oder reinkopiert. Haiangriff vor den Kanaren. Deutsche stirbt nach Rettung. Eine Frau aus Deutschland ist in der Nacht vom Montag zum Dienstag an Bord eines Hubschraubers der spanischen Luftwaffe gestorben. Die 30-Jährige hatte bei einem Haiangriff 514 Kilometer vor den Kanaren ein Bein verloren. Ereignet hat sich der Vorfall gegen 16 Uhr rund 180 Kilometer östlich von Jaila in der Sahara, also vor der Küste Sahara. Die Besatzung des Katamarans setzte daraufhin einen Notruf, Mayday-Notruf ab. Der spanische Seenotrettungsdienst hat alle Schiffe in der Nähe um Hilfe gebeten und entsandte dann einen Rettungshubschrauber, weil Marokko das abgelehnt hat. So, die Frau erlitt während des Fluges ins Krankenhaus nach Las Palmas auf Gran Canaria einen Herz- und Kreislaufstillstand. Sie konnte trotz allen Bemühungen nicht mehr zurück ins Leben geholt werden. So, und das ist die Version, die es jetzt hier zu lesen gab. Ich kann euch nur das berichten, was da steht, aber wie gesagt, Schlagzeile, Bild, so ungefähr: Haie vor Gran Canaria, geht nicht ins Wasser. Ohne Kommentar mehr sage ich nicht dazu, zu diesen Medien, weil wir wollen ja nicht politisch werden hier. So, müssen erstmal runterschlucken wieder. Also, das war's. Ich hänge euch auch den Text mit dazu, dann könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen.
und die Bezugsquelle dann auch. Ja, hier hat sich auch nicht so viel verändert vom Wetter. Die Wolken sind immer noch da. Ja, ich muss die Zeit genießen hier. So, also die Planung ist hier heute so. 14.04 Uhr. Muss ich jetzt mal schauen, ob ich was sehe, ob Wasser zugelaufen ist. Das sieht man hier, wenn dann hier. Das ist die tiefste Stelle hier. Das ist so eine kleine Vertiefung hier. Und wenn Wasser dazu kommt, dann kommt das ja, hier ist Hochwasser, ihr seht, bis hierhin kam das letzte Hochwasser. Es ist aber nichts Neues oder Frisches dazugekommen. Also sage ich mal, ja, ich glaube nicht, dass wir dieses Schauspiel erleben heute, dass die Charter frisches Meerwasser bekommt, aber das ist eine Vermutung, das kann sich noch ändern. So, mit diesem schönen Wolkenbild hier möchte ich mich dann auch langsam verabschieden. Jetzt gibt es anschließend noch die Info zu dem Plan B, dem Reiseleiter, dem Reiseführer. Das Original, sage ich, brandaktuell mit allen Busverbindungen und Möglichkeiten, die Insel mit dem Bus auf eigene Faust mit dem Leihwagen zu erkunden. So, ich sage viel Spaß und bis später zur Realität. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ja, der Kalender 2025, Gran Canaria von Harry und natürlich auch unser Plan B, hier mit den besten Ausflugszielen auf der Insel. Und ich möchte mit euch noch einmal hier im Plan B ein bisschen blättern. Ja, hier sind Ausflugsziele drin aus den verschiedenen Bereichen der Insel. Dann haben wir natürlich auch ja, andere Ausflugsziele drin, wie die Meerespools im Norden. Da werdet ihr ganz viel darüber finden. Agimis und die Kaffeeplantagen, die Strände, ein paar Specials. Hier natürlich auch nochmal die Meerespools im Osten, wenn da jemand gerne hin möchte. Und alles beschrieben mit den Fahrtrouten, mit den Autorouten, wie man hinkommt. Und natürlich, wie gesagt, auch mit den Busverbindungen, Buslinien. Wer sich interessiert, schreibt mir doch ganz gerne eine E-Mail. Und ja, wer sich für den Plan B interessiert, der ist damit gut beraten. Die Busverbindungen, die es so gibt, einzeln aufgeführt mit Umsteigemöglichkeiten und vielleicht auch das ein oder andere Unbekannte, zum Beispiel hier Moya, hier Pasito Blanco, ein wunderbarer Ausflug. Ja, das sind gute 25 Ziele mit Specials vom Plan B. Und ja, hier haben wir ihn, den Kalender 2025 mit 12 wunderschönen Fotos, Januar, Februar, ja, und dann geht es mit dem März natürlich weiter. Wir springen mal auf den Juli, auch ein tolles Bild, ja, also von jedem Monat etwas dabei, für jeden etwas dabei. Vielleicht habt ihr euch auch euren Lieblingsmonat und ich habe auch mein Lieblingsbild gefunden und zwar, das ist der Dezember mit, ja, dem kleinen Eyecatcher. Frohe Weihnachten und wie gesagt, beides zu bestellen, Plan B und der Kalender 2025. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder in den Kommentaren. Wie gesagt, da sind diverse Ausflugsziele drin. Ihr könnt euch da ja das ein oder andere Schöne aussuchen. Auf der Rückseite unseres Kalenders ist nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Da ist noch unsere Tara verzeichnet. Einfach nochmal als kleiner Gruß hier an dieser Stelle. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit beidem. Wer möchte, gerne bei mir bestellen.
Bei meiner E-Mail-Adresse wird mit aufgezeigt und dann könnt ihr alle Informationen bekommen.